viel Sekt und schmachte den an. Was für ein interessanter Mann. Er baut Skulpturen aus Müll. Davon verspricht sie sich sehr viel. Thank you.
Je voulais jouer.
So, willkommen liebe Zuschauer zu Hause im Internet. Wir machen heute hier den ersten Livestream der Weltgeschichte. So viel ich weiß, wurde mir gesagt, das ist der erste Livestream, den es überhaupt gibt. Und ich soll jetzt gleich auf die Bühne gehen und ihr könnt zu Hause vom Internet aus dann alles sehen auf der ganzen Welt. Denn heute sind angeblich alle von der ganzen Welt im Internet mit dabei. Ich freue mich da sehr drauf. So, dann gehen wir mal los. So, Wasser muss weg, sieht nicht gut aus, Zigaretten, Getränke, Telefon. So, hallo Lübeck, hi, ja, genau, noch schwächer, sagt es alle, ja, na, los, na. Ja, das, so hatte ich mir diesen Anfang gewünscht. Wild und lübeckerisch. Meine lieben Lübecker Freunde, ich hoffe, ich darf schon Freunde sagen, ich muss euch am Anfang einweihen, dass wir hier einen sogenannten Livestream heute Abend haben. Das ist der erste Livestream auf der Erde, den es gibt. Wir sind heute Abend alle im Internet zu sehen. Achso, da ist noch gar nichts, aber im Internet zu hören. Und ihr seid mit dabei auf der ganzen Welt, wenn jetzt was heute Abend heißt, hallo, hier ist Lübeck, ja. Eigentlich sollte hier hinter mir auch schon ein Bild zu sehen sein von dem, was man aus eurer Perspektive sehen kann auf der Bühne. Aber das scheint noch nicht zu klappen. Technik, hallo Technik. Sonst, ja, genau, sagt es doch mal ruhig. Ja. Ich wollte nämlich für diejenigen, die keine Lust haben, im Internet zu sein und die sich dagegen verwehren wollen, Pixelbalken verteilen. Ich habe hier so Pixelbalken mitgebracht. Die könnt ihr euch dann so vor die Augen halten, die reichen mal ganz kurz rum. Und für diejenigen, die auch im unteren Bereich nicht zu erkennen sein wollen, habe ich größere Pixelbalken. Wenn ihr die mal kurz verteilen wollt. Das sind professionelle Pixelbalken, die eure Persönlichkeitsrechte schützen. Vor allen Dingen bei Google Homeview, das wir heute Abend hier eingeschaltet haben.
Ja, ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Rocco Schamoni, ich komme aus Hamburg. Das ist eine Stadt im Westen von hier, die viele von euch vielleicht schon kennen oder von der sie schon gehört haben. Es war eine schöne Reise hierher zu euch. Und mir gefällt eure Stadt auch bereits schon sehr, sehr gut. Es ist eine ganz eigene Atmosphäre, wenn man hier reinkommt. Die Menschen sind in ihrer Art unvergleichlich. Ein stolzer, eigener, sehr schöner Menschenschlag, dünn, hochgewachsen und grüblerisch. Einfach irgendwie charmant und intelligent. Ich nehme mal kurz einen kleinen Schluck. Ich darf eigentlich zurzeit keinen Alkohol trinken, weil ich eine Bauchallergie habe. Wirklich, seit 4 Wochen. Und Bier tut mir mittlerweile weh. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung. Aber heute Abend und zu euren Gunsten und zu den Gunsten des Zuschauers am Internet zu Hause, denn wir haben schon einen Zuschauer, glaube ich, mache ich das einfach mal, damit ihr mich leiden seht. Das soll euch zeigen, ich gebe euch alles. Übrigens, ich habe meinen Aschenbecher vergessen. Falls jemand einen Aschenbecher dabei hat, dann würde ich auch noch live auf der Bühne auch noch mal zeigen, wie schmerzhaft Rauchen für mich ist. Ihr dürft eure Handys natürlich wieder anmachen. Meine Lesungen sind immer Handylesungen, damit auch was los ist im Saal und damit ihr auch Kontakt zur Außenwelt habt, wenn es denn langweilig wird, dass ihr auch mal quatschen könnt mit Leuten und auch mal ein bisschen was zu tun habt über den ganzen Abend. Es wird ja sehr lang heute wieder. Ich lese das ganze Buch, die 450 Seiten, vor. Das Internet ist vorher schon zu Ende, leider. Internet macht ja um 10 Uhr immer zu abends. Warum, weiß ich nicht. Das ist wie früher beim NDR. Die müssen früher zumachen. Ich glaube, da gibt es so eine Gesetzeslage, dass Internet um 10 Uhr schließen muss. Aber das wird auch noch geändert werden. So, nochmal einen Schluck. Aua, genau. Also ein tolles Bier, was sie hier in der Gegend hier braut, muss ich nochmal sagen. Kompliment von ganzem Bauch. Mein neues Buch heißt Tag der geschlossenen Tür. Es ist hier im Bild eingeblendet, gerade von mir selber. Und auf dem Buch drauf bin ich selber, wie man sehen kann, in einer meiner typischen Haltungen. So stehe ich meistens in Hamburg rum. Dran kann man dann erkennen, wo man ist. Ah, da sind wir wieder in Dulsberg. In den harten Vierteln gelandet, denn da steht er ja wieder. Ich werde aber aus dem Buch nicht vorlesen, weil es sehr klein gedruckt ist und die Buchstaben von dem Verlag schlecht hergestellt werden. Der Pieper Verlag hat sehr schlechte Buchstaben. Das ist aber sehr nett von dir, vielen Dank. Der Pieper Verlag hat leider sehr schlechte Buchstaben im Angebot, dafür aber sehr gute Autoren. Und dafür möchte ich heute Abend... Dafür möchte ich heute Abend dann persönlich einstehen. Ja, ich schnupper mal selber rein und lass mich treiben von meinem eigenen Angebot. Vorantreiben in die Welt der Worte. Seit über 15 Jahren wohne ich nun in diesem Viertel. Das Buch ist ja eine Fortsetzung von meinem letzten Buch. Und es geht, wie auch im letzten Buch, mal wieder um schlechte Laune auf hohem Niveau. Das muss ich am Anfang erklären, weil die Einführung jetzt erstmal eine halbe Stunde über schlechte Laune geht. Und dann, wenn ihr selber auch ganz unten seid, dann kommt noch was anderes. Und während ich langsam beginne zu verfallen, während mein Körper erste Abnutzungsspuren aufzeigt, im Gebiss, im Gedärm, an den Gelenken, im Gesicht und natürlich im Gehirn, verjüngt sich das Viertel und ihre Bewohner eine genau entgegengesetzte Bewegung zu meiner eigenen Entwicklung. In meinen Enddreißiger Jahren bin ich bereits fast doppelt so alt wie die jüngsten Zuzöglinge hier. Vielleicht sollte ich demnächst von hier wegziehen in eine Gegend, die meinem Zustand eher entspricht. Irgendwo an den Rand der Stadt, wo alterslose Menschen in gesichtslosen Behausungen wohnen, wo mein Verfall und meine Nutzlosigkeit in der Gleichförmigkeit untergehen. Ich habe meine Chance gehabt. Jung und nutzlos zu sein ergibt eine sinnige Paarung. Als junger Mensch darf man ruhig eine gewisse Zeit lang nutzlos sein, aber wenn man älter wird, muss man sich irgendwann für eine Funktion entschieden haben.
Du musst dich entschieden haben für das, was du sein willst in der Gesellschaft der Menschen. Du musst dich entscheiden. Das habe ich immer noch nicht getan. Man sieht es mir langsam an und man sieht es mir langsam nicht mehr nach. Es ist nicht so, dass ich mich nicht auch schon mal festgelegt hätte, auch für längere Zeiträume. In einem Plattenladen habe ich gearbeitet für 2 Jahre, Kinovorführer war ich für 8 Monate. In Kneipen und Bars habe ich hinterm Tresen gestanden und Kuchen und Kaffee und Bier und Wein ausgeschenkt. Kolumnen für Zeitungen schreibe ich und Karten bei Konzerten habe ich abgerissen. Aber das sind ja alles keine Lebensperspektiven. Wie könnte ich meinen Enkeln erzählen, dass ich ein erfülltes Leben als Kartenabreißer hatte? Lieber kriege ich keine Enkel, als ihnen das berichten zu müssen. Das Einzige, was mir über die Jahre bleibt, ist das Schreiben. Ein lebenslanger Vertrag. Deine grünen Augen. Leuchtend grün, wassergrün, lichtwassergrün. Feine gelbe Muskelfasern winden sich durch die Iris und versinken mittig in der Schwärze der Pupille. Groß sind sie, diese Augen. Du benutzt nur wenig Schminke. Du brauchst keine Schminke. Glatt ist die Haut, schmal und lang deine Nase. Die schwarzen Haare hast du stramm nach hinten gekämmt. Ein Zopf hält die Frisur auf Spannung. Du trägst einen dunklen Lippenstift, der deine Lippen scharf umzeichnet. Dein Gesicht ist perfekt proportioniert. Ich wüsste nicht, wie es ausgewogener sein könnte. Fast schon ein wenig langweilig. Du bist groß. Du trägst einen eleganten schwarzen Hosenanzug, eng ansitzend. Du siehst darin sehr sportlich und agil aus, lebendig, hart, trainiert. Marion. Du bist Marion Vossreuter aus dem O2-Handyladen in der Innenstadt. Du trägst ein Schild auf der Brust, auf dem dein Name steht. Deine sportliche Haltung und die strenge Frisur verleihen dir eine arrogante Ausstrahlung. Kühl, aufgeräumt und überlegen scheinst du wirken zu wollen. Du gliederst dich perfekt ein in die Reihe der glänzenden Objekte deiner Auslagen. Alles ist hier so glatt und funktional und antiseptisch, wie du es selber auch bist. Meist stehst du am Ende des Schachtes, der dein Geschäft ist, und berätst Kunden, versuchst ihnen Handyverträge zu verkaufen. Ich habe schon oft hier gestanden und in die Auslagen gestarrt, um immer wieder einen kurzen Blick auf dich werfen zu können. Ich weiß nicht, ob du mich bereits bemerkt hast, auch als ich dir nahe war, als ich dich um das Prospekt der aktuellen Handys bat und du es mir freundlich in die Hand drücktest, da entdeckte ich zwischen deinen Augen auf dem pfenniggroßen Stück deiner Nasenwurzel noch etwas anderes, etwas Unmaskiertes, Tieferes, das mich anzog. Eine Sorgenfalte. Ich überlege mir ernsthaft, wegen dir ein Handy zuzulegen. Nur um mit dir Kontakt zu haben. Das Problem ist, dass dieser Kontakt genau auf den Moment des Kaufes beschränkt wäre und nicht über die Restlaufzeit des Vertrages, wie ich es mir eigentlich wünschte. Marion, ich möchte ein Handy kaufen, das nur eine Nummer am Speicher hat. Deine. Weil ich dich liebe. Ja, sag es nochmal. Das ist Lübeck. Diese spontane Anteilnahme und dieses tiefe, ehrliche Mitgefühl treibt uns aus der äußeren kalten Welt immer in diese wunderschöne alte Stadt. Und wir gehen durch die Straßen und hören von allen Seiten, oh, na Kleiner, kommst du nach Lübeck, ne? Zu Recht. Weil ich dich liebe, Marion, so wie du bist, in deiner ganzen Perfektion und Tristesse. Gib zu, dass sich sonst keiner an dich heranwagt, keiner aus deinem Handyladen, keiner der Kollegen eurer Company, die du nach Feierabend triffst, keiner in deinem Fitnesscenter, höchstens mal einer der Trottel aus dem Afterwork-Club. Sie bleiben alle weit hinter deinen Erwartungen zurück und das macht dich einsam. Aber hier, hinter der Haarscheibe, stehe ich, ein großer, starker, dunkelhaariger, freier Mann. Ein Mann mit Geschmack und Anstand, mit Wissen und Kultur. Ein Mann mit Humor und Eigenart. Ein künstlerisch veranlagter Mann, der schon alles Mögliche ausprobiert hat. Ein Mann, der dich verwöhnen würde und den du versorgen könntest. Ein Mann,
Ein Mann, der sich ganz zum Spielball deiner Liebe machen könnte, solange du keine Kinder von ihm wolltest. Ein sensibler und zurückhaltender Mann, der dir den Vortritt lässt beim Herstellen des Erstkontaktes. Marion, es muss von dir kommen. Ein bisschen musst du auch leisten, wenn du schon so einen Mann willst. Ich betrete das Geschäft und wandere langsam die Glasregale mit den Telefonen ab. Du hast mein Kommen noch nicht bemerkt und bist mit deinem Computer beschäftigt. Als ich dir bereits relativ nahe bin, begegnen sich unsere Blicke. Ich lächle dich kurz an und du erwiderst mein Lächeln. Ich habe es nur kurz versucht, mal vorzumachen, wie meine Anmachtricks so gehen. Das zieht meistens gut. Zwar ist es ein professionelles Lachen, ein Lächeln, eines, das du 500 Mal am Tage austauschen musst, und dennoch wirkt es nicht falsch, sondern, so unterstelle ich, kommt es von ganzem Herzen. Jetzt wäre eigentlich der Moment, in dem du mich ansprechen solltest. Ein Kunde betritt die Verkaufsfläche, geht direkt auf dich zu und beendet unsere zarten Anbandelungen. Zeit für mich zu gehen. Du hast dich vorerst für einen anderen entschieden, einen, der stupider und direkter zur Sache kommt. Einer, der sich gar nicht wirklich für dich interessiert. Aber ich werde wiederkommen, weil ich weiß, dass du mit ihm nicht glücklich werden wirst. Er will nur deine Produkte, er will nur deine Telefone, deine Ladestation, deine Bluetooth-Lösung und Navigationszusatzgeräte. Marion, ich im Gegensatz zu ihm, ich will dich. Kann ich diesen Brief so abschicken? Ich weiß nicht genau. Ich glaube nicht, dass du darauf reagieren wirst. Bin ich zu direkt? Bin ich zu forsch? Dass auch du einsam bist, darüber besteht für mich kein Zweifel. Aber ob du ausgerechnet einen wie mich willst, das bleibt festzustellen. Ich werde die richtigen Worte für dich finden. Marion Vossreuter. Danke. Vielen Dank für diese spontane und nicht eingeübte Reaktion. Ich habe mir von Gesetzesseite zubilligen lassen, hier eine Sonderregelung zu finden. Ich bin Nichtraucher, möchte aber aus Warnzwecken heute mit schlechtem Beispiel vorangehen und zeigen, vor allen Dingen den ganzen Zuschauern in Amerika und in Asien, dass Rauchen sehr schlecht ist, vor allen Dingen bei Lesungen. Die Hölle. Ich kann es keinem raten. Ich lasse die Raucherhand für andere, die mit schlechtem Beispiel auch vorangehen wollen, nachher vom Tisch ein bisschen runterhängen. Dann könnt ihr ankommen und daran saugen. Das habe ich in Hannover auch schon gemacht. Da kamen auch ganz viele angekrabbelt. Was ein bisschen unangenehm war, weil die dann auch an den Fingern so rumgesaugt haben. Und ich so ein Kälbchen-Kuh-Gefühl hatte dabei. Aber why not, dachte ich mir. Ich denke mir wahnsinnig oft, why not? Das ist eigentlich so mein Hauptgedanke. So, wenn ich zu Hause sitze, denke ich so, oh, why not? Kann man bringen oder so. Denke ich dann häufig hinterher. Ja, kann man bringen. So eine lockere Haltung. So, ne? Why not kann man bringen? Da merkt man so laissez-faire, laissez-passer. Ne? Dem geht's schlecht, aber er kommt schon durch, heißt das. Ne? Dass der arme Mann, der hat nicht mehr viel im Leben, aber why not, ne? Weil er unter der Zigarette so zu leiden hat. Ich leide häufig wochenlang nach so einer Zigarette und muss das dann durch Bier wieder weg, das Leid wieder wegmachen. Ja, vielen Dank. Das ist übrigens ganz süß, dass da vier Stühle mit meinem Namen beklebt sind, auf dem niemand sitzen darf. Ich komme dann gleich runter und setze mich da auch noch hin. Was in Lübeck so geht. So, ich mache die mal wieder aus, weil das wirklich sehr belastend für mich ist. Ich hoffe, alle haben gelernt, dass das nichts bringt. Hölle der Meinung heißt die nächste Geschichte. Wir legen jetzt eine etwas andere Gangart hier ein. Boah. Kinder schreien im Hof. Müssen diese Scheißkinder ausgerechnet jetzt anfangen zu streiten?
Ist doch eh schon alles beschissen genug. Gleich kommt die keifende Mutter. Ich könnte wetten, dass es Birgit und ihre Blagen sind. Die gesamte Familie ohne jegliches Gefühl für Mitmenschen und Umwelt, total asozial. Dumm sind die nicht, aber asozial. Ich gehe in die Küche zu dem Waschbecken mit den wassergefüllten Luftballons. Ich habe immer ein paar wassergefüllte Luftballons in meinem Waschbecken für all die Arschlöcher da unten. Sie liegen gleich neben den Steinen. Das steht hier so nicht drin, aber ich kann es ja jetzt sagen. Wir sind ja nur im Internet. Why not? Kann man bringen, ne? Ich schaue kurz zu den Fenstern auf der anderen Straßenseite, um zu sehen, ob mich jemand beobachtet. Dann lasse ich eine der Bomben aus dem Fenster springen. Ich beobachte den Bogen der Flugbahn und drehe mich hinter den Fensterrahmen. Das Geräusch des Aufpralls ertönt dumpf, platschend, eine Sekunde Stille, danach kreischendes Geschrei. Schönes Geschrei. Ich bin eigentlich kein schadenfroher Mensch, wirklich nicht. Aber manchmal sind Worte so überflüssig. Die Kinder verschwinden, rennen heulend zu ihrer Mutter. Vorerst Ruhe. Wenn Birgit kommt, gehe ich nicht an die Sprechanlage, mir kann keiner was. Bei der Aktion kommt mir eine schöne Idee. Ich werde die CD mit den 50 schlimmsten Kindersounds aufnehmen. Brabbelnde und greinende Babys. Heulende und kreischende Kleinkinder, vor allem aber laut streitende und schreiende Blagen in allen Tonhöhen, Lautstärken und Sprachen dieser Erde. 70 Minuten purer Terror, die man einsetzen kann, wenn man zum Beispiel einen Feind zermürben möchte, gegen den man sonst keine Waffen mehr hat. Ein Welterfolg. Ich muss meine Kolumne schreiben für die Stadtzeitschrift. Ich muss tätig werden und mir beweisen, dass ich Herr über meinen Phlegma bin. Zu lange habe ich schon gewartet. Darauf, dass ich erlöst werde. Darauf, dass mir die Welt den Nobelpreis fürs Nichtstun überreicht. Den Faulenzer-Oscar. Oder dass mich die Lottofee endlich wach küsst. Wie sollte sie, wo ich noch nicht mal Lotto spiele? Zu faul zum Lotto spielen. Zu faul fürs Glück. Sonntag! Geschrei, lautes Geschrei ertönt auf dem Hof. Birgit ist mit den Blagen zurück und sucht den Täter. Sie klingelt bei mir Sturm, dann höre ich sie schreien. Sonntag! Komm ans Fenster, du Schwein! Du menschliches Schwein! Zeig dich, du Sau mit Haaren! Sie schreit und zetert, brüllt. Wie kann ein so kleiner Körper nur so laut und böse sein? Und wie kann ein Mann wie ihr Mann mit so etwas Lauten und Bösen zwei Kinder gezeugt haben? Naja, ich muss zugeben, ich habe auch schon mit ihr rumgemacht, aber da war Alkohol im Spiel. Ich warte gelassen ab, bis sie verschwindet. Oh. Aua. Why not? Kann man bringen. Ich setze mich wieder, um meine Kolumne zu schreiben. Was könnte diesen Monat mein Thema sein? Es gibt viel, was mich umtreibt. Aber ich habe Probleme, mich als engagierten Kolumnisten zu sehen, der das Ohr am Puls der Zeit und die Finger in den Wunden der Gesellschaft hat. Die Wahrheit ist, ich verabscheue Kolumnen. Ich lese nie Kolumnen. Dieses bemühte Dabeisein im Choral, dieses wichtigtuerische Anklagen von Alltäglichkeiten, dieses Aufdecken von kleinsten Jämmerlichkeiten, dieses Anbiedern in der allgemeinen Kritik. Kolumnisten und Kritiker sind die jämmerlichsten und armseligsten Buchstabenfolterknechte, die ich kenne. Sie belästigen die Menschen mit purer Meinung. Sie meinen, ihre Meinung wäre erheblich. Sie glauben, sie hätten Ahnung von Meinung. Schande über mich, denn ich bin ja auch Kolumnist. Ich versuche, meine Kolumnen möglichst nüchtern zu halten. Niemanden in der Zeitung scheint das zu gefallen, aber solange sie keinen besseren haben, lassen sie mich machen. Ich schreibe. Kinder schreien. Kinder schreien auf Plätzen und in Wohnungen. Kinder schlagen andere Kinder, ziehen sie an den Haaren und treten sie gegen die Beine. Die anderen Kinder schreien laut. Andere Erwachsene zerren schreiende Kinder von anderen weg. Erwachsene schreien Kinder an. In Wohnungen sitzen andere Erwachsene und hören schreienden Kindern zu. Sie möchten die Kinder ebenfalls anschreien. Sie denken an ihre eigene Kindheit und daran, wie sie geschlagen wurden und andere gewürgt und gekniffen haben.
Eine alte Frau geht über einen Platz. Ein Kind fährt mit einem Dreirad gegen ihren Knöchel. Die alte Frau schlägt dem Kind mit ihrer flachen Handtasche ins Gesicht. Das Kind schreit laut auf. Die alte Frau mag das nicht und schlägt dem Kind mit der Tasche mehrmals auf den Kopf. Das Kind brüllt. Die Mutter des Kindes kommt von der Seite angelaufen und rennt ungebremst in die alte Frau. Die Mutter schreit vor Wut. Die alte Frau fällt zu Boden. Sie hat sich die Hüfte ausgerenkt und stöhnt vor Schmerzen. Das Kind fährt mit dem Dreirad über den Knöchel der alten Frau. Der Sohn der alten Frau kommt auf den Platz, bricht sich einen Stock aus einem Gebüsch und verprügelt die Mutter und das Kind. Beide weinen und jammern. Der Sohn zieht die stöhnende alte Frau in ihre Handtasche vom Platz. Sie gibt gurgelnde Geräusche von sich. Die Mutter und das Kind sterben an ihren Verletzungen. Ich lehne mich zurück und lese den Text. Mir persönlich gefällt er bis jetzt recht gut. Stringenz, Klarheit, Einfachheit, Offenheit und Interpretierbarkeit. Ich weiß, dass man in der Redaktion wieder die Stirn runzeln wird. Ich weiß, dass mein Posten vakant ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch einen geben muss, der so schreibt, wie ich schreibe. Ein Polizeiwagen fährt auf den Platz. Zwei Polizisten springen heraus und fotografieren die Leichen. Ein Penner sagt was über den Täter aus. Die Polizisten verfolgen den Täter. Hinter einer Hausecke stoßen sie auf ihn. Der Täter ist ein stadtbekannter Terrorist. Er eröffnet sofort das Feuer. Mehrere Passanten kommen spontan ums Leben. Kinder schreien. Das mögen die Polizisten nicht. Sie schlagen die Kinder mit ihren Gummiknüppeln, damit sie leise sind. Die Polizisten schießen auf den Täter. Es kommt zu mehreren Explosionen. Durch diese unglückliche Aneinanderkette von Ereignissen ergibt sich ein Krisenzustand in dem Viertel und bis zum Abend kommen noch viele Menschen ums Leben. Ich lese mir das Ende immer wieder durch, bin aber irgendwie nicht richtig zufrieden. Komisches Ende. Auf einmal ist die ganze Spannung weg. Aber vielleicht ist das gerade gut so. Ich muss den Text ruhen lassen wie einen frischen Käse. Wenn er sich abgesetzt hat, zeigt sich, was er wert ist. Dankeschön. Vielen Dank. Setzt euch ruhig auf die Plätze mit Rocco, das ist für euch vorgesehen gewesen. Das freut mich sehr. Oh, die Schmerzen. Wie schnell sie wiederkommen. So, ein Anruf? Nein, ich habe noch nichts bekommen. Dann lese ich noch ein bisschen. So, die nächste Geschichte heißt Keine Sympathien für Vitamine und ist eine Anleitung. Ich sammle gern. Als Kind habe ich tatsächlich Briefmarken gesammelt. Später Platten, Bücher und dann habe ich noch andere Sachen gesammelt, sage ich mal. Steht hier nicht, aber es klingt so lebendig. Erinnerungen und Spuren durch ein Leben. All das habe ich irgendwann aufgegeben, denn diese Sammlungen gerieten bei mir zu Sackbahnhöfen. Erinnerungsstauräumen, die gesammelten Objekte zu unbenutzten, toten Gegenständen, die ich nur hatte, um sie zu haben und ich irgendwann wieder loswerden musste. Aua. Nun sammle ich Lebendiges, Feinstoffliches, Stoffliges, Organisches. Ich sammle Krankheiten. Krankheiten faszinieren mich. Der Mensch ist kein abgeschlossenes Individuum, er ist ein Mischwesen, ein Superorganismus, der über 2000 verschiedene Bakteriensorten in sich trägt. Wenn man sie herausnehmen und wiegen könnte, würden sie über 2 Kilogramm Gewicht einnehmen und ohne die der Mensch gar nicht leben könnte. Ich bin 2000 Lebensformen. Mein Leben funktioniert nur, weil wir alle in mir leben. Ich bin ein Bakterientransporter, ein Fahrzeug für Kleinstlebewesen, ein Virenflugzeugträger. Als Kind war ich selten krank, aber in meiner Adoleszenzphase entdeckte ich, dass eine plötzliche Krankheit wunderbar als Ausrede herhalten kann, um zumindest für kurze Momente nicht funktionieren zu müssen. Seit dem Moment arbeite ich mit Krankheiten. Sie sind sozusagen der Job meines Lebens. Ich bin so oft wie möglich krank. Was bei mir dazu führt, dass ich oft nicht länger als ein halbes Jahr in einem Job verweile, weil ich dann wegen Krankheit gekündigt werde. Die einfachste Methode, krank zu werden, ist, sich in der Nähe von kranken Menschen rumzutreiben. Ich streife oft in meiner Freizeit in der Nähe von kranken Menschen herum.
Ich habe Ihnen gegenüber keine Berührungsängste, im Gegenteil, ich begrüße Sie freundlich und umarme auch mir vollkommen fremde Menschen. Die Zeiten der Grippeepidemien sind meine Lieblingsjahreszeiten. Ich fahre dann sehr viel U-Bahn, natürlich immer die stark fluktuierten Linien und stelle mich dort gerne in die Türen, wo es das meiste Gedrängel gibt. Oder ich halte mich in Arztpraxen und Krankenhäusern auf, denn die Orte der Genesung sind die zuverlässigsten Quellen für Krankheitserreger aus aller Herren Länder, sozusagen Virenbörsen, Tauschmärkte für die schönsten, feinsten Infektionen. Ein zuverlässiger Trick ist das Berühren von Haltegriffen und Stangen, Türöffnen und Knäufen und das ausgiebige Anfassen von Gummilaufbändern an Rolltreppen. Man braucht sich eigentlich nur etwa 1 bis 2 Stunden am Tag auf einer Rolltreppe rumzutreiben. Sagen wir mal in einem gut besuchten Kaufhaus wie Karstadt, sich ordentlich am Rollband festzuhalten und ab und zu die Hand zum Mund zu führen. Das mag für viele jetzt ein wenig abschreckend wirken, aber mir geht es ja auch nicht um die Ästhetik, sondern um den reinen Effekt gewonnener Zeit, dem höchsten Gut, um das wir alle heute kämpfen. Kranke Stunden sind freie Stunden, sind eigene Stunden, sind gewonnene Lebenszeit. Um es kurz zu machen, Krankheit gleich Freiheit. Ich möchte das als Tipp an euch weitergeben, denn ihr müsst morgen ganz normal wieder zur Arbeit. Für mich ist ja wie immer Wochenende. Mir ist egal, wann ich aufstehe. Ich lebe ein Künstlerleben und schlafe bis 3, 4 Uhr nachmittags. Dann krickel ich, mache ich Copy-Paste aus dem Internet, irgendwie eine Seite irgendwo rauskopieren, rein, rüberschicken nach zum Verlag. Hier habt ihr wieder und dann gleich wieder pennen. Aber bei euch ist anders. Ihr müsst morgen um 7 Uhr alle wieder zu O2 oder zu irgendeinem anderen Handyladen, wo ihr drin arbeitet, wie Marion. Und deswegen kann ich euch nur sagen, ich habe viel Krankheit dabei. Und ich gebe euch gern nachher ein Puder ab. Ich habe die gelben Zettel der Ärzte fein säuberlich in ein Fotoalbum geklebt und kann mir jetzt die an mir diagnostizierten Erreger anschauen und vergleichen und damit feststellen, welche am besten gewirkt hat. An die eloquentesten Viren versuche ich natürlich immer wieder heranzukommen. Das Problem dabei ist, dass man gegen sie resistent wird. Ein sehr unangenehmer Nebeneffekt. Da hilft nur ungesunde Ernährung, möglichst wenig Vitamine, wenig Licht und Schlaf und möglichst viel verqualmte, abgestandene Luft. Aber dafür lässt sich ja sorgen. Danke. Danke, ihr seid süß. Jetzt kommen wir zu einer meiner liebsten Geschichten aus dem neuen Buch. Ich darf den Titel noch nicht vorlesen, denn er würde zu viel verraten. Nur so viel, ich erkläre es kurz am Anfang. Ich habe für das Buch, also in dem Buch, der Hauptdarsteller, der schreibt immer so Buchanfänge, die augenscheinlich sehr schlecht sind und verschickt die dann an Verlage, um abgelehnt zu werden. Und in den Ablehnungen hat er dann eine Ausrede, dass er mal wieder halt 2 Wochen im Bett liegen bleiben muss. Und um diese Ablehnungen dann auch sehr realistisch bekommen zu haben, habe ich wirklich ganz viele Buchanfänge geschrieben und sie an Verlage verschickt. Und diese Ablehnung dann auch alle bekommen. Deswegen hat das mit dem Buch auch sehr lange gedauert, weil ich dann wieder krank im Bett gelegen habe. Und davon möchte ich euch jetzt mal was vorlesen. Heute Morgen liegt ein Brief im Postkasten. Ich sehe schon am Adressaufdruck und am Absender, es muss eine Ablehnung sein, eine Verlagsablehnung. Ich freue mich endlich, ein weiteres Exponat meiner Sammlung hinzufügen zu dürfen. Zu meinen liebsten Beschäftigungen gehört es, Buchanfänge zu schreiben, Buchanfänge von Büchern, die nie zu Ende geschrieben werden müssen, weil sie nie veröffentlicht werden. Buchanfänge, die man schon auf den ersten Seiten die dämliche Fantasie ihres Erschaffers spürt. Huch, und ab Seite 5. Ich habe einen ziemlichen Husten und habe mir deswegen, weil das für euch ekelhaft und unangenehm sein könnte, angewöhnt, diesen Husten ab und zu durch Aufstößer zu übertünchen, weil das sonst peinlich für euch wäre. Oder ich sage auch mal hoch, dann das ist das Zeichen, dass ich sonst gehustet hätte. Wobei stehe ich? Ach, egal. Eine unendliche Reihe von Büchern, die man nie zu Ende lesen muss. Was für eine Erleichterung für die Weltleserschaft. Was für eine unglaubliche Zeitersparnis. Bücher von Michael Sonntag sind Bücher, die dir Zeit schenken. Oder Werbeheadline, Bücher von Michael Sonntag, endlich Ferien von der Kultur.
Ich mache mir die Mühe, all diese Buchanfänge zu verschicken, nur um zu schauen, ob der Grund für die Ablehnung meines Manuskriptes mit dem Grund übereinstimmt, warum ich es geschrieben habe. Auch die Ankündigungsschreiben für den Verlag gehören zum Gesamtkunstwerk. Der letzte verschickte Brief sieht folgendermaßen aus. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen ein Buch vorstellen, von dem ich glaube, dass es unsere Beachtung verdient hat. E-Mail für Emil. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Der Name eines Jungen in der Einsamkeit der Welt und eine E-Mail, die ihn wie eine Flaschenpost erreicht. Magie strömt aus von dem Titel. E-Mail für Emil. Was mag darin stehen? Kann Emil die E-Mail öffnen? Kann die E-Mail Emil retten? Oder gerät er dadurch in große Gefahr? Hat die E-Mail ein Virus an Bord, an der sich Emil anstecken kann? Oder ist es eine Liebesbotschaft? E-Mail für Emil ist ein spannender Kinder- und Jugendroman, den jeder lesen kann, der sich noch ein wenig Hoffnung aufbewahrt hat. Kostprobe gefällig? Fragezeichen. E-Mail für Emil. Storyline. Der 13-jährige Emil wohnt mit seinem schwerkranken Vater Gasparus zusammen. Seine Mutter musste die Familie verlassen, weil sie ein Hotel in Frankreich geerbt hat. Emil denkt oft an sie, weil sie eine liebevolle und zärtliche Mutter war. Nachts irrt er durch die kleine, verdreckte alte Sozialwohnung und erinnert sich daran, wie schön sie früher gemeinsam Weihnachten gefeiert haben. In der Schule gehört er, ohne sich groß anstrengen müssen, zu den Besten. Aber da er oft keine Freunde hat, füllt das die Leere in ihm auch nicht wieder auf. Nur mit der 50-jährigen schönen Nachbarin von gegenüber wechselt er ab und zu ein paar nette Worte. Als er den Schlüssel zum Waffenschrank des Vaters entdeckt, setzt sich in ihm eine verhängnisvolle Gedankenspirale in Gang. Leseprobe gefährlich? Fragezeichen. Emil öffnete morgens um 5 Uhr die Augen. Er konnte mal wieder nicht schlafen. Immer wieder quälten ihn im Traum die Leichenbilder. Er stand in einer Wüste und fühlte sich einsam. Hinter ihm auf einer Bahre lag sein kranker Vater und stöhnte: Junge, ich brauch Wasser. Ich verhungere. Bitte besorg mir schnell Wasser. Es gab kein Wasser weit und breit. Am Horizont sah er Mutter davonreiten mit einer großen Kutsche, voll beladen mit leckeren Weihnachtsgeschenken. Als er nicht mehr weiter wusste, nahm er den Vorderlader und näherte sich seinem Vater. Schweißbenetzt wachte Emil jeden Morgen von diesem Traum auf. Dann blickte er durch das Fenster in die Einsamkeit der Großstadt, suchte mit seinem sehnsuchtsvollen Blick durch die leeren Straßen und fand keine Rettung. Doch auf einmal hörte er heute Morgen hinter sich vom Computer das Geräusch einer eingehenden E-Mail. E-Mail für Emil. Er bekam so gut wie nie E-Mails, aber um diese Zeit hatte er noch nie eine bekommen. Langsam und erregt näherte er sich seinem Rechner und ließ sich auf dem Stuhl davor nieder. Er aktivierte den Bildschirm und dieser erwachte wie von selbst zum Leben. Das E-Mail-Programm zeigte eine empfangene Nachricht an. E-Mail für Emil. Emil wagte sich kaum zu atmen, als er den Knopf zum Öffnen der E-Mail presste. Die Nachricht poppte auf und dort stand: Hallo Emil. Na, wie geht's uns denn? Ich weiß, dass du einsam bist. Mach dir keine Sorgen. Jeder Topf findet auch mal einen Deckel. Ich finde dich total süß und möchte dich bald mal näher kennenlernen. Emils Hände zitterten. So eine E-Mail hatte er noch nie bekommen. War es ein Mann, der ihm schrieb, oder war es eine Frau, der ihm schrieb? Und um was ging es bloß? Als er zum Fenster wanderte, sah er, dass im Wohnungsblock gegenüber auch bereits ein Licht brannte. Es war das Licht der schönen Nachbarin. Nackt stand sie hinter dem durchsichtigen Wohnzimmervorhang und duschte sich ab. Sie seifte sich langsam ein.
Immer wieder nahm sie einen Schluck Whisky aus der Flasche und rauchte dazu genüsslich eine verführerische dicke Zigarre. Wie schön sie aussah in ihrer reifen Schönheit. Wieso war die denn jetzt schon wach? Vielleicht wegen Emil? Sie warf einen kurzen Blick zu Emil rüber. Hatte sie ihm zugezwinkert? Kicherte sie ihn gerade an? War sie es, die ihm gerade geschrieben hatte? Klärte sich so das ganze Rätsel auf? In diesem spannenden Stil mit modernen Medienelementen, etwas Kriminalität, aber auch Erotik, ist nicht nur diese Stelle versehen, sondern geht es den ganzen Rest des Buches einfach mal so weiter. Wenn Sie mehr erfahren wollen, nehmen Sie bitte Kontakt zu mir auf. Wenn Sie kein Interesse haben, teilen Sie es mir bitte auch mit, damit ich das weiß. Und wenn Sie das Buch nicht veröffentlichen wollen, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Mail mit dem Manuskript zurückschicken würden. Ihr Michael Sonntag. Soweit meine Bewerbung beim Pieper Verlag. Ich habe sie vor einer Woche abgeschickt und nun liegt die Reaktion in meinen Händen. Gespannt öffne ich den Antwortbrief. Wird es wieder eine Standardantwort sein? Oder gibt es zur Abwechslung mal ein paar persönliche Worte? Das Traurige ist, dass Verlage bei solchen hanebüchenden Manuskripten dann immer Standardantworten verschicken. Das habe ich dann leidvollerweise bei der vierten oder fünften Antwort feststellen müssen. Da kommt nichts Persönliches zurück. Und das klang dann in dem Fall ungefähr so. Sehr geehrter Herr Sonntag, wir bedanken uns sehr herzlich für Ihr Manuskriptangebot E-Mail für E-Mail. Das hatten Sie dann also reingepostet. Und freuen uns sehr über Ihr Interesse am Pieper Verlag. Ihre Leseprobe haben wir mit großem Interesse geprüft. Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass wir leider keine Möglichkeit für eine Veröffentlichung in unserem Hause sehen, da sich Ihr Manuskript nicht optimal in unser Verlagsprogramm einfügt. Bitte lassen Sie sich dadurch aber nicht entmutigen, denn vielleicht passt Ihre Idee zu einem anderen Verlag bestimmt sogar ganz sicher. Mit freundlichen Grüßen, Christa Sträuber, Lektorat, Pieper Verlag. Ja, schade, wie gewohnt eine Standardantwort, dachte ich mir. Aber ich habe mich dann nicht abbringen lassen davon, dann doch nochmal direkt darauf zu antworten. Und die Antwort möchte ich euch jetzt auch nochmal vorlesen. Die ist nämlich sehr gut. Sehr geehrte Frau Sträuber, vor kurzem bot ich Ihnen das Manuskript zu meinem Roman E-Mail für E-Mail an. Fälschlicherweise haben Sie mir eine Ablehnung zugeschickt. Da ich mir vorstellen kann, dass Ihnen diese Situation sehr peinlich ist, will ich Sie mal gar nicht weiter thematisieren. Vielleicht mögen Sie mir einfach schon mal einen Standardvertrag Ihres Verlages zuschicken. Oder wir treffen uns die nächsten Tage einmal, um die gesamte Kampagne zu besprechen. Ich bin rein zufällig in Ihrer Stadt, ganz in Ihrer Nähe. Wir können uns auch gerne bei Ihnen privat treffen, wenn es das Ganze für Sie einfacher macht. Ganz, ganz liebe Grüße, Ihr Michael Sonntag. Darauf kam dann nichts mehr. Vielen Dank. Meine lieben, lieben, neu gewonnenen Freunde in Lübeck. Und auch meine lieben, lieben Freunde zu Hause im Internet. Das Internet macht jetzt gleich zu und hat jetzt, heute Abend machen die schon um 21:45 zu, leider. Das ist ganz traurig. Und deswegen möchte ich mich jetzt von unseren Freunden im Internet schon mal verabschieden. Es tut mir sehr leid, dass ihr nicht mehr mitbekommen könnt, denn das war die erste von noch weiteren 7 folgenden Hälften, die wir als freie Menschen heute Nacht hier in Lübeck miterleben dürfen gemeinsam. Ihr im Internet zu Hause müsst jetzt schon das Licht ausmachen. Es geht jetzt ins Bett. Das war's für euch. Aber für uns, wir sind so ein freier Menschenschlag hier im Norden. Wir bleiben noch ein bisschen länger wach. Also ich möchte euch allen eine kurze Pause gönnen, denn es sind heute Abend hier in Lübeck wieder sehr viele Junkies und Drogis da. Und wir haben für euch alle, wie gewohnt, eine leckere kleine Speedbowle an der Kasse vorbereitet. Es liegen auch ein paar Bestecke aus. Wenn ihr Bock auf Spaghetti habt, wir haben ein schönes Speed-Spaghetti vorbereitet. Und dann könnt ihr euch ein bisschen was reinpfeifen und dann geht es in einer Viertelstunde pünktlich im Saal hier weiter.
mit der nächsten von den noch 8, 7 oder 7 folgenden Hälften. Und die anderen Zuschauer im Internet zu Hause, wenn die Kamera, ich weiß nicht, welche Kamera gerade online ist, ich glaube, die vordere Kamera filmt gerade die hintere, die mich filmt. Das ist das Geile im Internet, dass die Kameras sich immer gegenseitig filmen. Euch muss ich jetzt schon Ade sagen und auch alle Zuschauer im Saal winken euch nochmal zu. Macht's gut, tschüss, auf Wiedersehen und tschüss. Bis gleich, danke.